Moin Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Vlog. Ich befinde mich gerade nicht in Deutschland, sondern tatsächlich in London, Leute. Ich weiß nicht, wie ich hier hingekommen bin, doch eigentlich weiß ich es ziemlich genau. Und zwar hat mich EA eingeladen, ich werde am heutigen Tag Fußball spielen mit ein paar anderen YouTubern. Es gibt hier ein dickes, fettes Turnier, denn es ist die tatsächlich Weltpremiere von FIFA 20. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, Bedissel, kannst du mir Fußball spielen? Ich habe tatsächlich viele Jahre Fußball gespielt, allerdings hatte ich dann einen Kreuzbandriss und dann dachte ich mir, sollte man vielleicht erstmal auf Eis legen, bis zu diesem einen Moment. Und wir lassen uns einfach mal überraschen, ob ich am heutigen Tag tatsächlich gut abgehe oder ob das eine Katastrophe wird. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal rein, dann werde ich dringend auf die Toilette müssen und dann schauen wir einfach mal. Ich werde euch die anderen Leute vorstellen, die ganzen anderen YouTuber, die hier sind, zumindest aus Deutschland, die in meinem Squad spielen und dann werde ich mal ein paar Tricks zeigen oder auch vielleicht eher nicht. Okay, bis gleich. Man sieht mich nicht wirklich, aber wir sind jetzt in den heiligen Hallen des Events. Da vorne sind die ganzen Celebrities, die gerade ein paar Interviews geben. Viele internationales Publikum, meine Haare. Ich weiß, Leute, ich muss unbedingt mal wieder zum Friseur. Ich werde mir die Dinger bald einfach mal wieder selbst schneiden. Ist ja absolut kein Problem. Hier kann man ein bisschen Tiki-Taka machen. Was ziemlich nice ist, hier vorne sind die verschiedenen Pokale ausgestellt. Unter anderem auch, man sieht es da vorne, Freaking Champions League. Oh, da vorne sehe ich schon unsere Gegner. Das wird nice. Ich schlawiner mich hier mal so ein bisschen durch. Jetzt bitte keine copyrighted Music. So, wir hassen hier einfach mal ganz kurz durch. Entschuldigung. Es ist ein bisschen laut. Hier vorne ist ein bisschen FIFA. Ich weiß nicht, ob man mich hört. Aber scheinbar spielt gleich schon Tokio. Das hier vorne, die heiligen Hallen. Und hier vorne wird am späteren Abend mega die Party abgehen. Hier vorne wird der Dance nur abgehen. Aber ich bin echt gespannt, wenn wir jetzt gleich ein bisschen Fußball spielen. Hier startet, glaube ich, gleich das erste Match. Oder das sind noch die Bilder, die gemacht werden. Schönes Teamfoto. Apropos Team, ich muss jetzt auch mal gleich zu meinen Jungs und Mädels, damit die sich vielleicht einfach mal vorstellen. Denn ihr wisst ja gar nicht, wer die überhaupt sind. Okay, Leute, ich habe mein Team gefunden mit wesentlich talentierteren Fußballern als ich. Und zwar, magst du dich kurz vorstellen? Wir machen das einfach mal so ein bisschen Vorstellrunde. Ich heiße Aileen Yaren, bin ehemalige Fußballerin gewesen und mache Fußball-Freestyle. Fußball-Freestyle. Hast du einen YouTube-Kanal? Ja, Aileen Yaren. Okay, perfekt. Ihr könnt alle super gerne in der Videobeschreibung auschecken. Gehen wir einfach mal weiter. Die gibt es nur im Doppelpack. Ja, normalerweise aber, da gibt es auch manchmal auch mehr. Oder bin ich falsch informiert? Manchmal haben wir mehr Freunde. Ja, manchmal haben wir mehr. Ja, genau, weil ich habe eure Videos. Aber wir sind das Original. Ihr seid das Original. Zweiti Holzi, a.k.a. Brotatatas. In meiner Freizeit sammle ich gern Pfandflaschen. Und man kennt uns. Ey, ihr müsst das Team heute tragen. Das Bruder, du. Nee. Wir versuchen. Also, egal, wir schaffen das zusammen. Ja, wir kriegen das hin. Guten Tag, der Herr. Mein Name ist am Start, Leute. Ich bin selber YouTuber. Ich mache Comedy und Musik. Und heute müssen wir alles auseinandernehmen. Ihr wisst Bescheid, Leute. Das geht. Perfekt. Inklusive Kameramann hier mehr als professionell. Hier ist ein bisschen was, ist auf jeden Fall ein bisschen was los generell bei der Venue. Und Leute, es gibt eigentlich noch einen Mitspieler, der allerdings gerade ein bisschen verschollen ist. Es wird wie immer sehr chaotisch. Wir schauen einfach mal, wie das heute läuft. Ich bin echt nervös, weil es sind hier echt Leute, die spielen mich sowas von in Grund und Boden. Wir schauen einfach. Das wird bestimmt. Nur falls Torwart. Torwart ist immer easy, weißt du? Okay, Leute, wir gucken mal. Es wird hier aber natürlich auch nicht nur auf dem Platz ein bisschen gedaddelt, sondern natürlich auch an den Konsolen. Und es sind auch aus Deutschland ein paar Leute hier am Start. Ich mache es einfach nochmal ganz sneaky. Gamer Brother. Mit dem habe ich gerade tatsächlich eben vor seinem Stream nochmal geredet. Und zwar wird es wahrscheinlich mal ein Match geben. Da freue ich mich schon ziemlich drauf. Da vorne, die Jungs kennt ihr sicherlich auch, sind auch eifrig am Streamen. So, ich gehe mal lieber, wieder weg. Wir wollen ja jetzt auch nicht unbedingt nerven. Es dauert nicht mehr lang. Da haben wir das erste Game. Ich werde mich am Anfang ein bisschen zurückhalten, denn wie der ein oder andere weiß, ich hatte mal einen Kreuzbandriss. Deswegen, lass mal die jungen Hüpfer ran. Das ist ja überhaupt kein Problem. Slavik ist übrigens auch noch da. Ich weiß nicht, der ist schon wieder verschwunden. Stelle ich euch aber auch noch vor. Oh Gott! Das Spiel vorbei, meine Damen und Herren. Hast du die Gegner gerade analysiert? Wie sind deine Prognosen für den heutigen Tag? Also ich denke, wir gehen ganz locker ins Finale rein. Die meisten Leute, die haben ja einfach nichts drauf. So. Das Niveau ist relativ niedrig, von daher easy going. Okay. Würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich bin echt ein bisschen nervös. Ich weiß es nicht, weil hier sind teilweise wirklich Leute, die haben es so übertrieben drauf. Und dann denke ich mir so, oh Mann, wenn der mich jetzt gleich 7-mal tunnelt, dann nicht super. Euer Kommentator des heutigen Abends ist Paluten. Spiel 1, Deutschland bzw. Berlin gegen Stockholm. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bleib erstmal ein bisschen ganz gechillt raus. Kein Problem. Und dann geht's los. Und dann direkt schon der erste Schuss. Es ist natürlich ein bisschen problematisch hier mit dem Netz und es ist laut. Es tut mir leid. Und da, erster Schuss. Oh, fuck, meine Damen und Herren. Jetzt wird's wild. Deutschland.
muss da natürlich rankommen. Der Schiedsrichter ist ein bisschen im Weg, aber alles gut. Alles gut. Jetzt komm, geh durch, Junge. Batz! Ach, schade, schade, schade. Und jetzt, das meine ich halt, da sind teilweise Leute dabei, die dribbeln so übertrieben, die tunneln nicht gefühlt 20.000 Mal. Oh, jetzt, komm, Junge! Jetzt hier direkt, zack, 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 das dribbelt, das meine ich. Der dribbelt halt wie ein Verrückter. Spielt den Pass. Jetzt kommt, zieht euch! Jetzt! Oh, Scheiße, oh, Scheiße. Sauber! Gut gehalten. Wir haben ja leider das Problem, dass der Schiedsrichter direkt uns vor der Nase sitzt. Okay, keine Ahnung, warum er sinnlos dribbelt. Alles klar. Alles klar, super, sauber. Okay. Gutes Spiel, Leute, gutes Spiel. Zweites Match des Tages und mein erstes. Leute, jetzt geht es gleich darum, dass ich 24 Mal getunnelt werde. Wir werden mal gucken, ob es Aufnahmen gibt vom Match. Ich werde mal gucken, dass jemand vielleicht meine Kamera übernimmt. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Oh Gott, oh, das kann was werden. Ich bin richtig nervös. Das ist richtig schlimm. Das letzte Turnier, was ich jemals gemacht habe, das liegt weit, weit zurück. Mindestens 10 Jahre oder so. Das Team, was gleich auf dem Platz steht, besteht unter anderem aus mir, Linken Kerl und Slavik, die absolute Geheimwaffe. Ich bin komplett. Junge, du hast richtig gut gemacht. Maschine. Ja, danke, 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 danke. Erstes Spiel vorbei. Beziehungsweise mein erstes Spiel. Und wir haben gewonnen. Alles geil. Ich muss hier mal ein bisschen rüberlabern, weil ich habe ein bisschen Angst, dass ich einen Copyright-Strike bekomme. So langsam entwickelt sich das Ganze hier zu einer richtigen Party. Und es wird draußen auch schon, auch wenn man sie grünig sieht, es wird ein bisschen dunkel. Ist aber schon, da vorne ist immer noch Gamer Brother, der fleißig am Pack öffnen ist, am Stream. Und in der Arena wird immer noch ein bisschen, man könnte sagen, es wird Volta gespielt. Jetzt eine ziemlich nice Sache, die EA organisiert hat. Und zwar, Gamer Brother spielt gerade mit Hudson Odoi Freaking FIFA. Übertrieben krasse Sache, was EA hier auf die Beine gestellt hat. Muss man einfach mal sagen. Auch wenn ich Angst habe, dass ich geclaimed werde, lalala. Ich habe mich jetzt einfach mal ein bisschen rausgeschlichen. Es ist dunkel, aber es sieht trotzdem ziemlich, ziemlich geil aus. Und zwar sind wir hier direkt an der Themse. Ich hoffe mal, dass es die Themse ist. Und direkt dahinter sind ein paar Hochhäuser. Also das hier ist das Venue. Hier ist das dicke, fette Event. Direkt dahinter ist auch noch die O2 World. Einer der größten Eventhallen der Welt. Glaube ich zumindest. Und direkt hier, es sieht schon geil aus. Da vorne ist Boris, der Bilder macht. Und ich war mal wieder ein bisschen doof. Und zwar habe ich die letzten beiden Games nicht mit aufgenommen. Da kommt ein Flugzeug. Seht ihr das? Auf jeden Fall, euer Vlogging-König Pedizzle hat leider die Matches nicht mit aufgenommen. Ich werde aber gucken, dass ich da, weil wir bekommen vielleicht nochmal so ein Video. Ja, natürlich. Wie war es gerade mit Hudson Odoi? War geil? Also es hat auf jeden Fall Bock gemacht. Mein Englisch ist halt nicht so geil. Ja, aber das ist ja egal. Das aber es ja war schon cool. War ein bisschen nervös. Und ja, das glaube ich super geil. Und er hat mich abgezogen. Echt? Ja, ja. Krass. Also er hat die ganze Zeit gesagt, er spielt nicht so viel FIFA.
aber das war safe eine Lüge. Also ganz safe. Hast du schon hier was Schönes gezogen oder bist du am Einkaufen? Ich bin eher noch am Einkaufen. Oh, krass, okay. Ich hatte so eine Challenge am Laufen, dass ich meine ersten 3 Walkouts abstoßen muss. Und ich habe jetzt 2 Walkouts gezogen. Ja, ihr macht sowieso immer solche Sachen, wo ihr eure Icons wegwerft und so. Da blutet mir das Herz. Da weine ich innerlich. Schöne Grüße übrigens auch an deinen Chat, wenn ich nur kurz loswerden. Ich muss jetzt ganz kurz weiter. Ja, aber alles entspannt. Okay. Ja, für uns ist das Turnier leider jetzt schon beendet. Wir sind ausgeschieden, hätten noch die Möglichkeit gehabt als zweitbestes Team von allen Ausgeschiedenen, aber es hat nicht sollen sein. So, vielleicht sehen wir uns gleich im Hotelzimmer wieder. Ach, mal sehen. Das ist übrigens die O2 World, von der ich gerade geredet hatte. Alter, das sieht schon ganz cool aus. Da vorne kommt gerade ein Helikopter. Ja, stimmt. Das sieht echt aus wie so ein bisschen. Und wir sind die Clowns. Jetzt geht's ab ins Hotel, Leute. Guten Morgen aus dem Hotelzimmer. Es ist, gucken wir auf meine imaginäre Uhr, gerade 6 Uhr. Ich muss jetzt nach Hause. Freue mich drauf. Warum nehme ich das jetzt eigentlich auf? So Leute, ich bin tatsächlich nicht nochmal im Hotel eingeschlafen, sondern habe sicher zurück nach Deutschland geschafft. Das war auf jeden Fall ein nices Fußballturnier. Wir haben ja auch praktisch den neuen FIFA 20 Volta-Modus da im Real Life gespielt. Denn, weißt du, wir sind ja auch der Volta-Squad. Apropos, Leute, es wird auch noch ein richtiges Let's Play zum neuen FIFA 20 Volta-Modus geben. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon drauf freuen und... Wenn ihr selber jetzt vorbestellen wollt, FIFA 20, dann könnt ihr das machen. Erster Link ganz oben in der Videobeschreibung. Da vorbeischauen gibt es ja für sämtliche Plattformen. Und natürlich sind auch alle YouTuber verlinkt, die am heutigen Tag mit am Schlüssel waren. Und ja, Leute, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Lasst ein Like da, wenn ja. Und habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.